Die Bachelorette vom Lande, Anna Hofbauer, lebt den Lifestyle aus Sex and the City. Ein hipper Job, ein Leben in der Hauptstadt mit Potenzial zum echten It-Girl. Das war nicht immer so, denn eigentlich ist das ihre Heimat, das idyllische Markt Oberdorf im Allgäu. Hier wächst Anna auf, macht ihr Abitur und fällt schon früh aus der Reihe. War als Mädchen schon eine verrückte Biene, das heißt, sie hat sich gern besonders gekleidet, sie hat immer tolle Ideen gehabt, ein ganz kreatives Kind gewesen und wir haben sehr früh schon gemerkt, ach, die Anna, die hat Talent für die Bühne. Vor ganz Deutschland zeigt Anna jetzt, was sie kann. Die Markt Oberdorfer sehen das Ganze eher gespalten. Mal was anderes, mal jemand von Markt Oberdorf dann dabei, weil sonst kennt man die Leute eigentlich nicht. Also ich kenne sie halt vom Sehen. Und ich finde es eigentlich cool, dass du es machst. Warum nicht? Ganz ehrlich, interessiert mich überhaupt nicht. Keine Meinung dazu, werde ich nicht verfolgen. Überflüssiges TV-Format. Das ist schon mutig, weil dass die ganzen Nachbarn, dass die Leute sich hier beobachten können, was sie so alles macht und weiß nicht, also ich hätte es nicht gemacht. In einem sind sich aber alle einig. Das sieht man ja schon beim männlichen Pendant dazu, dass das alles nur gefaked war. Die wird sich nicht einen Mann bei RTL suchen. Das ist nicht die große Liebe, das ist nur Show. Und die meistert Anna bis jetzt ziemlich gut. Achtung, es wird düster. Nein, nicht Evangeline. Lillys neuer Look verbreitet auf der Comic-Con mystische Stimmung. Ganz im Gegenteil. Ihr blumiges Kleid und der Longbob mit Pony lassen den Hobbit-Star strahlen. Aber das Ergebnis ihres neuen Jobs klingt hingegen, na, ein wenig spooky. I'm here with my first children's story book. I was here last year with a self-published limited run of it, but this year I'm here as a published authoress and I'm very, very excited to be releasing The Squicker Wonkers to the world in November. It's a dark and spooky tale. Schauen wir mal, welche Geschichten uns dann im Winter einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Oh, sieh an, den kennen wir doch noch aus Lotta in Love, Verbotene Liebe und zahlreichen anderen Serien. Ja, Nils Brunkhorst hat sich kaum verändert. Nur was macht der Schauspieler heute? Ja, ich nehme jetzt mein Album auf. Ja, in diesem veganen Kinofilm, der kommt im April, Mai kommt der in die Kinos. Dann habe ich jetzt so eine ganz schöne amerikanische Produktion gemacht. Hitman heißt sie, das ist eine Verfilmung von dem Computerspiel. Da habe ich eine kleine Rolle drin, der kommt jetzt... Der kommt, glaube ich, aber erst 2016 in die Kinos, soweit ich weiß. Langeweile kommt bei Nils auf jeden Fall nicht auf. Hut ab! Snoop Dogg kifft sich durch Berlin. In einem Club liegt die Aufmerksamkeit des Teilzeit-DJs weniger beim Auflegen als beim Durchziehen. Die Fans sind trotzdem begeistert. Kein Wunder, denn Snoop ist offensichtlich voller Liebe. Und wer voller Liebe ist, teilt natürlich immer und immer und immer wieder gerne Snoop Dogg, wie man ihn eben kennt.